Anna, es ist Montag, es ist Squint-Tag und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und meinen Vlog ansieht. Das heutige Thema ist Bordeaux oder Marineblau. 1. September hatten wir und es ist für die meisten schon ein bisschen Herbst, obwohl es ziemlich warm ist immer noch hier in der Schweiz. Aber man stellt sich schon langsam auf Herbst ein, auf Winter ein und die Kleider in den Läden haben sich ja auch schon darauf eingestellt. Die Winterware ist schon in den Rayons, ist schon überall zu sehen. Einige haben es schon bestimmt bemerkt, es ist ganz viel Bordeaux-Rot in den Flächen, es ist ganz viel Marineblau, Dunkelblau, Indigoblau. All diese Farben sind ziemlich im Vordergrund. Bei Pantone-Farben, also wenn man jetzt mit der Designersprache sprechen würde, würde man jetzt davon reden, so nicht Bordeaux, sondern bei Pantone heißt die Farbe Syrah oder Tomato Püree und bei Blau nicht nur Blau, sondern Mykonos Blue, Poseidon Blue. Also so mal als Designersprache, aber ich sage jetzt für euch und für alle, die es verstehen möchten, Bordeaux, Rot und Blau. Neben diesen Farben sind natürlich auch wie jeden Herbst sind die Farben Senf, aber bei Senf bitte vorsichtig sein, Senf zeigt ziemlich schnell krank. Safran ist ein Thema, jeden Winter immer wieder, jeden Herbst immer wieder. Altrosa, Pastelltöne sind diesen Winter auch ein bisschen im Vordergrund und wie immer und ewig das Schwarz. Aber zurück zu den zwei Hauptfarben und zwar Bordeaux-Rot und Blau. Trend, stylmäßig ist es wieder so, dass eigentlich wie diesen Sommer 2016 kreuz und quer und alles Mögliche in ist. Also du kannst dich Gothic anziehen, du kannst dich 80er Jahre Style anziehen, du kannst 70er Jahre, 60er, 50er Jahre anziehen, du kannst Spitze anziehen, du kannst Color Blocking anziehen, kokett, maskulin, feminin. Alles ist in. Also es gibt nichts, was nicht in ist. Sogar die ganz schlimmen 90er Jahre sind noch im Trend. Das Metallic ist wieder im Trend. Und das Süße ist im Trend. Also du kannst fast wie nichts falsch machen. Von meinem Umfeld her hat man mich gefragt, ob ich ein paar Tipps geben kann, wie man von Sommer in Herbst einsteigen kann, ohne dass man viel Geld ausgeben muss. Und deswegen habe ich jetzt die zwei Farben ausgewählt, weil sie sind extrem einfach zu kombinieren. Heute ist mein 8. Vlog und ich stelle euch heute mit 2 Artikeln 8 Styles vor. Also ich bin jetzt dafür einen blauen Blazer. Was hier zu sagen ist, wenn ihr noch keinen blauen Blazer habt, Mann oder Frau, egal, kauft sie euch. Vielleicht kauft ihr hier mal was Teureres, aber ihr zieht die jahrelang an, das garantiere ich euch. Ihr werdet den Blazer, die Jacke im Herbst anziehen, im Winter anziehen, im Frühling und im Sommer. Und die Styles, die ich euch zeigen werde, die sind sowohl wie Winter- oder auch sommertauglich. Also nur mit einem Item könnt ihr das ganze Jahr durch praktisch modisch unterwegs sein. Vor allem jetzt, wo Marineblau und Bordeaux so in ist. Wie gesagt, ich habe jetzt 8 Styles gemacht. Von diesen 8 ist eigentlich ein Style für die Herren und mit dem werde ich anfangen. Und diesen Style habe nicht ich gemacht, das ist von meinem Mann. Er hat auch einen blauen Blazer genommen, ein hellblaues Hemd, blaue Mokassins, einfach eine bordeaux-rote Hose gekauft. Also alles andere war schon im Kleiderschrank, er hat nur eine Hose dazu gekauft und schon ist er eigentlich jetzt voll im Trend. Jetzt fange ich an mit den Damen. Was ich hier bei den Damen zeige, ist eigentlich für die Herren genauso machbar. So, 8 Styles mit einem blauen Blazer. Den ersten Style habe ich mit den Männern begonnen. Den ersten Style für die Damen, die ich jetzt zeige, ist eigentlich der absolute Klassiker. Ganz normale Denims, hellere, eine weiße Bluse, ganz, ganz feine Schlaufe, die in Bordeaux ist. Das kannst du für 1 Euro, für 2 Euro kaufen und dir zuschneiden.
Es sieht immer, also ich liebe die Schlaufe, ich liebe Schlaufen so oder so und es peppt das Kleidungsstück gleich auf. Das kannst du mit Schwarz machen, mit egal was für einem Kleidungsstück du hast. Mit einer Schlaufe kannst du irgendwie was aufpeppen. Den blauen Blazer und ja, hier ist das Bild dafür. Mein zweiter Style für die Damen ist wieder Blazer, blau, roter Schal, weißes Shirt, ganz easy Style. Da ich jetzt mit Herbst anfange, eine Handschuhe, rote Lederhandschuhe, die sind auch meistens nicht wirklich sehr teuer. Gürtel über den Blazer und hier der zweite Style. Dritter Style habe ich jetzt hier nicht mehr einen Blazer genommen, sondern einen Mantel, den ich auch schon längere Jahre habe. Ganz winterlicher Style ist, der ist ein bisschen wolliger, ein bisschen lang, so dass das den geraden Schnitt hat. Und auch wieder mit Denim, mit Schuhe, roter Schal, Handschuhe, Gürtel drüber und fertig ist der Style. Was noch nebenbei zu erwähnen ist, mein blauer Blazer, der ist wirklich nicht neu, der ist sehr alt, der fällt hier bei den Ellbogen schon auseinander, aber ich liebe den so und der ist bestimmt schon 7-8 Jahre alt. Jetzt habe ich euch hier drei Damen-Styles für den Herbst-Winter gezeigt, mit den Herren sind es 4 Styles zusammen. Und jetzt möchte ich euch noch 1-2 Styles zeigen für den Sommer mit dem gleichen Blazer. Im nächsten Bild siehst du dann wieder den Blazer. Einen weißen Sommerrock, ich habe es etwas gekürzt auf dem Bild, aber der ist bodenlang. Den Hut und wieder einen Gürtel und schon ist es sommertauglich. Und jetzt gibt es einen Style, der ist ein bisschen gewagter vielleicht. Wieder aber der Blazer, Trägershirt, ganz in weiß, weiße Sneakers, Shorts, Jeans Shorts, die kannst du kürzer, länger haben, egal, aber schon wieder ein ganz neuer Style. Der nächste Sommerstyle ist eigentlich ganz, ganz, ganz simpel. Das ist das Kleid, das ich jetzt anhabe. Das ist von Squint. Kannst du bestellen, kannst du haben, wie beim letzten Mal schon erklärt. Ganz simpel, nur das Kleid, nur den Blazer und blaue Mokassins, die sind auch alle älter. Und schon ist der Style fertig. Jetzt kommt der allerletzte Style und zwar wieder blauer Blazer, wieder ein loses, ganz einfaches weißes Shirt, ein weißer Schal drüber, ein Marinethema, ganz simplen Rock, gestreift blau und weiß. Das war's eigentlich schon wieder. Ich hoffe wirklich, euch haben die Styles gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen damit helfen. Ich habe auch versucht, die Styles so zu machen, dass es straßentauglich ist. Ich habe nichts Extravagantes genommen, so dass eigentlich jeder diese Styles mehr oder weniger anziehen kann. Lass mich wissen, wenn du Tipps brauchst, lass mich wissen, wenn du einen Personal Shopper für dich brauchst, wenn du jemanden brauchst, der mal deinen Schrank ausräumt und dir sagt, was passt, was nicht, mit dir einkaufen gehen kann. Ich bin die richtige Person und ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Montag und tschüss! Diesen Herbst angeht. Mann!